Hallo und willkommen zurück zu Craft the World. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. 46 Minuten bis zur nächsten Invasion. Unsere Zwerge haben sich entschieden, ein bisschen schwimmen zu gehen. Nein, der ertrinkt nicht, der ist einfach nur blöd. Ein bisschen Teleporterkraft haben wir noch über. Das Vieh töten wir mal. Wie sieht es mit den anderen Fallen aus? Die ist noch leer. Da werden Mana-Tränke hergestellt. Mit denen werden wir in Zukunft unser Mana managen. Wie sieht es hier oben aus? Drei Schafe. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Wasser haben wir noch ein bisschen in Reserve. Das ist gut. Zwei Zäune, die bauen wir auch direkt mit an. So, wie sieht's denn hier aus? Ah, wird schon einiges. Trank der Wiederbelebung, Trank der Auslöschung, Heilelixier. Schauen wir mal. Wie sieht's denn forschungstechnisch aus? Dekorationen. Von sowas bin ich hier überhaupt kein großer Fan. Grundlegende Alchemie arbeiten wir dran. Für Experten muss ich. Also Dekorationen. Glasvase, Topfpalme, Fass, Innentür. Was brauchen wir für Eimer? Für Eimer brauchen wir Bretter und Nägel. Also Holz haben wir genug. Also. Stellen wir ruhig noch ein paar her. Und mal sehen, Glasvasen. Brauchen wir Farbe für. Für Farbe brauchen wir Beerenharz und Wasser. Okay, das haben wir prinzipiell. Entschuldigt bitte. Mir sitzt mal wieder ein Frosch im Hals. Wie viel Glas haben wir denn? 14, ha? Ist auch nicht allzu viel. Schauen wir mal, dass wir wenigstens ein bisschen... 1, 2, 3, 4, 5... Natürlich sinkt der Wert, um den sich die Dinger verbessern, jedes Mal wieder. Und, komm her, Glas, da oben. 1, 2, 3, 4, 5. Das sollte auf jeden Fall reichen. Wir haben noch einige hier in Arbeit. Palmen ebenso. Können wir die unten irgendwie unterbringen? Ein bisschen schöner gestalten hier. Ist die Falle etwa zerbrochen? Keine schöne Geschichte, das. Sammelt mal bitte das Wasser hier ein. Dann werden wir das hier nämlich auch noch direkt abdichten. Das hier schütten wir einfach direkt zu. Boah, der sitzt aber auch fest. Könnten wir eventuell noch um zwei erweitern, bräuchten wir Seile für und Wolle haben wir. Ah, nein, da wollte ich aber nicht hin, sondern hier. Nee, das ist Chitin. Beretta können wir direkt auch ein paar neue in Auftrag geben, wenn wir hier fertig sind. Seile, noch ein paar Bretter und... So, Bretter.
Brauchen wir nur Holz für. Und Holz haben wir tonnenweise. Mach mal ruhig 40. Ach du meine Güte. So ein kleines Vieh, das ist ja kaum der Aufregung wert. Alles relativ effizient betrachtet, aber ich denke mal, wir sollten hiermit eigentlich ganz gut zurande kommen. Hier haben wir schon neu gepflanzt. Ja, und früher oder später werden wir das hier noch einebnen und ja, dann werden wir halt mal sehen, ne? Kriegen wir uns denn ansonsten beschäftigt? Momentan arbeitet keiner. Nicht. Also keine Arbeitslosen. 72%. Überall schön Topfpalmen aufgestellt. Wie sieht es denn essensseitig aus? Dumm, dumm, sind wir eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Könnten aber ruhig ein bisschen was auf die Tische verteilen. Da brauchen wir jetzt eh gerade nichts von. Brötchen, Kuchen, Brot, Eier, was haben wir noch? Fischsuppe, Grillfleisch haben wir hier noch ein bisschen rumliegen. So. Sollte die Herrschaften erstmal beschäftigt sein. So, das wäre Dekoration. Dekoration führt zu Weben und zu Steinarbeiten. Okay, das wird wahrscheinlich eine Menge Stein kosten. Das bringt uns zu fortschrittlichen Befestigungen, welche auch nicht schlecht sind. Aber was wirklich interessant ist, ist das hier, weil uns das zu Stahlrüstungen bringt. Hehehe, brauchen wir Wolle für, ist ja klar. Wir haben nicht zufällig irgendwo noch ein freies Schaf rumrennen. Doch hier. Aber wir haben keine Fallen mehr. Haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder bauen wir uns eine. Das ist sogar die wahrscheinlichere Variante. Nein, wir bauen uns nicht noch eine, sondern wir bauen hier eine ab. Weil bis dieses Schaf darüber gelaufen ist. Portal können wir nochmal verlängern. Ah, Erde habe ich jetzt natürlich keine mehr hier unten. Gerüste. Was brauchen wir hier für Stein? Hierfür brauchen wir auch Stein. Es ist zwar eine ziemliche Verschwendung, aber das sollten wir eigentlich so nebenher hinkriegen. Und dann reißen wir die einfach wieder auseinander. Was brauchen wir dafür? Blumenreliefs. Ja, für Teppiche brauchen wir halt Fäden und sowas. Und dafür brauchen wir wieder Wolle. Das heißt, wir müssen uns erstmal Schafe besorgen. So ein Seelenhüter wäre eigentlich eine ganz feine Sache.
Das wird so unglaublich viel Zeug für die Tränke gebraucht. Was haben wir hier? Wurzeln. Zombie, Hirn, Schleim. Was natürlich klar ist, weil diese Tränke manipulieren natürlich die. Möglichkeit, sich selber mit Mana zu versorgen. Sollten eventuell darüber nachdenken, die Festung zu verbreitern, einfach mehr Platz zu haben. Könnten die auch hier unten erweitern und entsprechend einfach eine größere Kelleretage einplanen. So, die Falle dürfte. Ja. In unserem Inventar befinden. Blödes Schaf. Hättest du den einen Moment nicht warten können? Wag es bloß nicht, daran vorbeizulaufen. Ja, nee. Aber zackig hier. Ach genau, dieses Loch hier wollte ich zustopfen. Der Rest kann erstmal hier bleiben. Überall fleißig gearbeitet. Die Idee mit dem Sack ist natürlich. Großartig. Hier wird überall gearbeitet. Wir könnten prinzipiell nach unten hin erweitern. Da bin ich aber per se eigentlich nicht so der große Fan. Na, was heißt nicht Fan von? Nur es ist zwergisch, eine Festung nach unten hin zu erweitern. Können wir. Das so erweitern, ohne dass davon alles andere betroffen ist. Ich würde hier nämlich gerne ein bisschen Beleuchtung aufstellen. Können wir mal schauen, ob wir uns damit. Ja, da verrottet einer. Da verrotten auch welche, aber die kommen gar nicht mehr bis an die Festung ran. Wo hatten wir sie? Hier müssten sie sein, die Lampen. Ich habe im Übrigen mal wieder den Timer vergessen, aber das ist nicht so tragisch. Überlange Folgen kennen wir ja inzwischen. Und so viel überlang wird das ja gar nicht. So, eventuell reduziert das die Anzahl der spawnenden Monster. Was natürlich eine ganz feine Sache wäre. Hier noch ein Lämpchen hin. Tja, dafür brauchen wir nicht mal Zwerge, die sich darum kümmern. Kommt mir da gerade noch die ein oder andere Idee?
Davon könnten wir noch ein paar gebrauchen. Die haben wir. Und mal sehen, wie sieht es denn in unserem Waffenarsenal aus? Holzbögen, zwei Stück. Das heißt, nee, hier müssten die sein. Farmzäune. Da, die habe ich gesucht. Stimmt, die könnten wir hinbekommen. Nein, falsches Material. Stahl haben wir. Öl haben wir. Und Baumstämme müssten wir eigentlich auch noch haben. Na, komm her. Stellen wir nämlich einfach mehr Geschütztürme auf. Mit ein bisschen mehr Reichweite und generell. Dann wird die Nacht quasi ein gratis Zombie-Materialien-Generator. Und jetzt regnet's eh. Ist natürlich wieder typisch. Macht aber auch nichts, können wir direkt unsere Vorräte wieder auffüllen. Wir haben noch zwei Zäune, die bauen wir natürlich auch. Ja doch, die Schnecke könnt ihr erledigen. Genau, Kriegsschrei und erledige die Schnecke. Klar, muss natürlich da durchlaufen können. Komm her. Einmal hier. Einmal hier. Hier immer noch fleißig gearbeitet. Sehr schön. Schneidet das mal weg. Geht erstmal wieder alles. Ist hier schon wieder zu wenig Wasser. Mensch, Mensch, Mensch. Nee, nee, Zwerg, Zwerg, Zwerg. Gut. Toll, jetzt läuft natürlich das blöde Huhn da rein. Traue ich dem natürlich sofort zu.
schön, wir können das Viehzeug mit Absicht entlassen. Na, schön, und schon ist die Falle im Eimer. Ich denke mal, wir sollten genügend Schafe in Reserve haben, um uns das leisten zu können. Und ich weiß nicht, die Idee mit den Türmen gefällt mir eigentlich ganz gut. Vielleicht vor der nächsten Invasion? Noch ein Schaf. Bauen wir uns einfach direkt noch ein paar. Oh, komm her. Dafür müssten wir eigentlich mehr als genügend Material haben. Wie ist das eigentlich mit Rucksäcken? Hatten wir da nicht auch welche? Ein fester Rucksack. Könnten wir uns eigentlich auch noch welche bauen. Schauen wir erstmal, wie steht denn das überhaupt hier bei unseren... Damit sind wir fertig. Okay. Dann nehmt die alle wieder auseinander. Diesmal probieren wir es mit der hier. Ist natürlich trotzdem Verschwendung, aber... So. Sind ein bisschen dünn mit Mana. Dann wäre doch direkt mal probierenswert. Mal sehen, welchen benutzen wir eh nicht. Mana Elixier steht da drin, wie viel? Um ein wenig Mana-Punkte zu regenerieren. Ach, okay, ich... Okay, 15. Das ist gar nicht schlecht. Das wird nicht lange dauern. Ja, ein Buch des Schwimmers. Nicht, dass wir das bräuchten, aber wir haben auch noch reichlich Zeit bis zur nächsten Invasion. Vor den Untoten bräuchten wir eigentlich uns keine Sorgen mehr machen zu müssen. Sammelt ruhig das Wasser ein. Hier möchte ich das haben. Also können wir noch eine Schicht komplett abtragen.
Ach, wir warten erstmal noch einen Moment. Vielleicht einen Schluck trinken. Das könnte eine Lösung sein. Ja, tut ganz gut. Was genau macht ihr hier hinten eigentlich? Abgesehen davon, mal sehen. Fortschrittliche Befestigung, Eisenzaun, Eisenkäfig, Steinschießscharte, klingt gar nicht uninteressant. Ha. Machen wir uns mal welche von. Ton müssten wir eigentlich noch haben. Stein haben wir in jedem Fall noch ein bisschen. Machen wir mal 4 Stück erstmal. Ja, verlauf dich nicht. Die Erde hier lassen wir stehen. Ein Buch des Holzfällers. Nicht übermäßig wertvoll, aber unnütz ist anders. Da fällt mir ein, hatte ich die Türme eigentlich schon in Auftrag gegeben? Ich glaube nicht. Dann sollten wir das vielleicht tun. Schauen wir mal, Nägel brauchen wir wahrscheinlich auch wieder neue. Sand können wir, glaube ich, gut gebrauchen. Fangen wir mal an, die Sache langsam ein bisschen abzukürzen. Na doch, hier können wir schon mal eins setzen. Das kann weg. Thank you.
Gehen wir hier rein? Eigentlich nicht. Wir werden noch genügend Stein aus der Erde holen. Oh, 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 oh. Lästig sind sie geworden, aber problematisch sind sie, glaube ich, gar nicht mehr. Aber wie dreist, dass die sich einfach so mitten in der Landschaft... auftun. So, wie sieht's mit dem Handwerklichen aus? Aber reichlich Gargoyle-Statuen, den nehmen wir natürlich auch wieder alle auseinander. Flagge hat die irgendwie. Wird auch zum Bau zusätzlicher Vorratslager genutzt. Stoff, Stoff, Stoff. Da. Haben wir wieder Tomaten auf den Augen. Farbe müssten wir in reichlichen Mengen haben. Stoff, Seil. Holz. Holz haben wir tonnenweise. Okay. Führt zu Meisterkonstruktion. Ist noch so ein... Na, immerhin Eisentüren. Und Bretter. Ist leider nicht allzu viel, aber immerhin. Komm her. Einmal hier. Denn auf lange Sicht werdet ihr hier nicht mehr allzu viel. Ersetzen, dann wird hier in Zukunft nämlich sehr viel Holz farmen. Quasi eine große Forstwirtschaft entstehen. In letzter Zeit zieht sich das Thema Forstwirtschaft auch durch meine Spiele durch. Also, es ist nicht gerade selten. In Landwirtschaftssimulator habe ich in der Hauptsache Forstwirtschaft betrieben. Bei Prison Architect habe ich Forstwirtschaft betrieben in nicht gerade geringem Maße. Na, holt erstmal das Zeug ab. Apropos, hat mich nicht noch da? Einen Rucksack. Ist doch schon mal was. Wie wär's, wenn du dich einfach aus diesem Loch rausbewegst?
Ihr stellt euch aber auch manchmal an, ihr Zwerge. So, die können wir einsammeln. Ja, haben wir das Gebiet eingeebnet. Da war mal ein Berg, aber der gefiel uns nicht. Und als nächstes machen wir das Ganze eben hier. Darf ich raten? Steht immer jemand anders genau im Weg? Ja. Da ist wohl ein Turm zerlegt worden. Aber das passt mir eigentlich sogar ganz gut. Den zerlegen wir auch mal. Bauen wir uns nämlich aus dem Material einfach noch einen dritten. Dann stellen wir die Dinger nämlich einfach hier oben auf. Einmal fertigen. Wir müssten jetzt eigentlich auch schon genügend Material wieder für einen weiteren Geschützturm haben. Haben wir auch. Nägel können wir uns im Zweifelsfall so viele herstellen, wie wir wollen. Auch an Stahl mangelt es uns nicht. Worauf wartest du? Na, abgesehen von schönem Wetter. Da ist uns tatsächlich ein Schaf in die Falle gegangen. Oh, er ist am Faulenzen. Okay, in dem Fall hör auf zu faulenzen. Schneiden. Bereits geschnitten. Töten. Schneiden. Die wachsen gerade. Wer braucht Elfen? Haha, absolut. Und uns ist das Wasser mal wieder ausgegangen. Aber kein Problem. Der Weizen ist eh erntereif. Noch 18 Minuten. Als wir angefangen haben, waren es noch 46 Minuten bis zur nächsten Invasion. Es gibt einen klaren Hinweis darauf. Wir sind nahe dem Ende der Episode. Ach, hervorragend. Das nächste Schaf ist bereit, geschoren zu werden. Es hat sich gelohnt, diese Farm anzulegen, auch wenn sie nicht ganz räumlich optimal ist. Okay, pflanzen wir direkt wieder neues Getreide an.
Okay. Weil das Portal da drauf ist. Weil sonst ist hier ja nichts anderes drauf. Wie dem auch sei. Tja, da unten stehen sie und kriegen nichts gebacken. Eins hierhin, eins hierhin. Früher oder später werden wir natürlich auch das hier einebnen. Wundert mich ein bisschen, dass wir hier nichts anpflanzen können. Da oben macht Sinn, weil hier konnten wir es ohne Probleme. Naja, sei es drum. Entfernt Falle. Fangen wir direkt hier schon mal an. Die Leitern nehmen wir natürlich direkt weg, wo wir sie nicht brauchen. Diese Falle hier bitte auch. Sand ersetzen. Wurzeln können wir auch immer gebrauchen. Wollen wir doch mal sehen, ob wir diese Welt nicht nach unseren Vorstellungen geschmiedet bekommen. Natürlich läuft da hinten wieder ein Schaf rum, aber darum kümmern wir uns später. So, wie geht's hier weiter? Brauchen mehr Fäden. Definitiv. Banner, Wandteppich. Gibt es da bestimmt noch andere Dinge, die wir. Textilstuhl. Braucht zum Beispiel überhaupt keine Fäden. Braucht dafür aber Stoff und Nadeln. Und da ist der Timer, also jetzt offiziell. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!